Sieh dir doch mal diese Nahaufnahmen genau an. Das ist Ricard Siagian. Die Person, deren normales Leben an einem einzigen Tag vorbei war. An dem Tag, an dem er komplett aufhörte zu schlafen. Die unbekannte Krankheit ließ sich mit keinem Schlafmittel in den Griff bekommen. Ärzte und Wissenschaftler zuckten mit den Schultern. Und Ricard selbst, der der Verzweiflung nah war, begann auf der Suche nach Hilfe, seine Krankengeschichte auf seinem persönlichen YouTube-Kanal aufzuzeichnen. Heute erfährst du, wie Schlaflosigkeit dich in den Wahnsinn treiben kann. Du hörst die wahren Geschichten von Menschen, die seit einigen Monaten nicht mehr geschlafen haben. Lernst, wie du Träume selbst herbeiführst und erfährst die Antwort auf die wichtigste Frage: Ist es möglich, an Schlaflosigkeit zu sterben? In seinen Videos sagt Ricard, dass er die Hoffnung auf einen gesunden 8-Stunden-Schlaf schon lange aufgegeben hat. Aber müssen wir wirklich 8 Stunden am Tag schlafen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, was passiert, wenn wir überhaupt nicht schlafen. Wenn du nur 24 Stunden wach bleibst, ja, dann beeinträchtigt das deine Konzentration genauso sehr wie 1 Promille Alkohol in deinem Blut. Wenn du 36 Stunden nicht schläfst, verlierst du dein Kurzzeitgedächtnis, dein Herzschlag erhöht sich und dein Körper fängt an zu zittern. Am zweiten Tag ohne Schlaf wird alles irgendwie so schwubbelig sein. Dein Körper wird manchmal anfangen, in einen sogenannten Sekundenschlaf zu fallen. Du wirst für eine kurze Zeit ohnmächtig, von ein paar Sekunden bis hin zu einer halben Minute. Wenn du 3 Tage lang wach bist, Mann, dann fängst du an zu halluzinieren und dein Gehirn hört auf, Informationen zu verarbeiten. Du lässt dich dann leicht täuschen und kannst zum Beispiel leicht glauben, dass Kim Kardashian und Kim Jong-un aus derselben Familie stammen. 3 Tage lang keinen Schlaf zu bekommen, ist bereits lebensbedrohlich. Einige deiner Organe beginnen zu versagen, was zum Tod führen kann. Bedeutet das, dass man nur einen 8-stündigen Schlaf haben sollte? Tatsächlich ist ein 8-stündiger Schlaf ein neuer Standard, der von der postindustriellen Gesellschaft eingeführt wurde. Der Historiker Roger Ackerk beschrieb, dass unsere Vorfahren den biphasischen oder, wie manche es auch nennen, polyphasischen Schlaf nutzten bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Der erste 4-stündige Schlaf begann etwa 2 Stunden nach Einbruch der Dunkelheit. Dann wachten die Leute für ein paar Stunden auf und schliefen dann weitere 4 Stunden. Die Tatsache, dass wir manchmal mitten in der Nacht aufwachen und keine Stunde schlafen können, ist keine Schlaflosigkeit, sondern das Überbleibsel des biphasischen Schlafs unserer Vorfahren. Schlaf ist wichtig für uns, ob er nun 8 Stunden oder zweiphasig ist. Rekorde für freiwilligen Schlafentzug werden von Guinness World Records nicht mehr geführt, weil immer wieder Menschen auf der Jagd nach dem Rekord sterben. Aber sie wurden freiwillig des Schlafes beraubt, im Gegensatz zu Ricard Siagian, dessen Schlaflosigkeit plötzlich einsetzte. Aber warum hat denn Ricard Siagian aufgehört zu schlafen? Es ist bekannt, dass seine Schlaflosigkeit die Folge einer Nebenwirkung eines Antiinfektionsmittels ist, namens Ciprofloxacin. Ricard nahm das Medikament 3 Wochen lang, bevor die schrecklichen Nebenwirkungen auftraten. Zuerst konnte Ricard nur 2 Stunden am Tag schlafen, aber jeder seiner Träume wurde von schrecklichen Albträumen begleitet und sein Gehirn kam überhaupt nicht zur Ruhe. Dann wurden die Nebenwirkungen so schlimm, dass Ricard komplett aufhörte zu schlafen. Für 7 Monate. Vor 40 Jahren erlebte ein Venezianer namens Silvano etwas Ähnliches. Zuerst litt er unter leichter Schlaflosigkeit, die sich aber schnell verschlimmerte, sodass der Mann genau wie Ricard nicht mehr schlafen konnte. Aber im Gegensatz zu Ricard nahm Silvano keine Antibiotika ein. Später stellte sich heraus, dass die Ursache eine seltene genetische Störung war, namens fatale familiäre Schlaflosigkeit, deren Besonderheit darin besteht, dass die Symptome plötzlich auftreten, wobei das Alter des Auftretens von 30 bis 60 Jahren liegt und vererbt werden kann. Der Italiener und seine Familie besuchten regelmäßig die Neurologen der Universität von Bologna für Untersuchungen und Tests. Und Silvano selbst überließ sein Gehirn der Wissenschaft, als er seinen bevorstehenden Tod spürte. Solche Opfer zeugen von einer Sache. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich in jeder Hinsicht das Hirn zermartern, um die Ursachen der chronischen Schlaflosigkeit zu finden. Aber haben Schlafstörungen immer fatale Folgen?
Wissenschaftler haben in dieser Hinsicht einige positive Aspekte entdeckt. Einer davon ist die Fähigkeit, luzide Träume herbeizuführen. Das ist ein Bewusstseinszustand, in dem du merkst, dass du träumst und bis zu einem gewissen Grad kontrollieren kannst, wie die Handlung abläuft. Um luzide Träume herbeizuführen, verwenden sie eine Technik, die als die MILD-Technik bekannt ist, die von Dr. Denholm Asby entwickelt wurde. Geh zunächst zu der für dich optimalen Zeit ins Bett, weder später noch früher als sonst. Stelle deinen Wecker so, dass du in genau 5 Stunden aufwachst. Wenn du einen Traum hattest, bevor dein Wecker geklingelt hat, erinnere dich detailliert an ihn und wiederhole die folgende Affirmation in deinem Kopf. Alles, was passieren wird, ist ein Traum. Konzentriere dich jetzt auf diese Gedanken und schlafe wieder ein. Laut der Psychologin hängt das mit unserem prospektiven Gedächtnis zusammen. Das heißt, die Fähigkeit, sich an das zu erinnern, was du in der Zukunft tun wirst. Aber wenn wir absichtlich wach bleiben und sogar unsere Träume kontrollieren können, warum konnten Ricard und Silvano dann nicht das Gegenteil tun, sich einfach selbst zum Einschlafen bringen? In Silvanos Fall wurde dies durch ein abnormales Prionprotein, das eine genetische Mutation erfahren hatte, verursacht. Es hinterlässt Löcher in der Großhirnrinde und befällt den Thalamus. Dieser walnussgroße Teil von Silvanos Gehirn sah aus, als wäre er von Würmern zerfressen worden. Anstatt zu schlafen, erlebte Silvano Hypnagogie, der Übergangszustand des Bewusstseins zwischen Wachsein und Schlaf. 1 Jahr, nachdem die ersten Symptome aufgetreten waren, starb Silvano. Wie er es wünschte, wurde sein Gehirn der Wissenschaft gespendet, woraufhin die Forscher das Medikament Doxycyclin entwickelten, das bei der Behandlung von Prionenerkrankungen erste positive Ergebnisse zeigte. Doch schließlich erwies sich das Medikament nicht als ausreichend wirksam bei der Behandlung der tödlichen familiären Schlaflosigkeit, sodass die Krankheit auch nach 40 Jahren noch unheilbar ist. Allerdings lösten die Nebenwirkungen eines anderen Medikaments, Ciprofloxacin, die Entwicklung von Ricard Siagians Schlaflosigkeit aus. Alle konnten seine Krankheit nur mit Entsetzen von der Seitenlinie aus beobachten und zahlreiche Behandlungsmethoden mit starken Beruhigungsmitteln und Antibiotika, die blieben wirkungslos. Ricard verstarb 11 Monate nach seinem ersten Video. Sein YouTube-Kanal wurde zur eindringlichsten Antwort auf alle Fragen, ob man wirklich an Schlaflosigkeit sterben kann. Es besteht zwar die Möglichkeit, an Schlaflosigkeit zu sterben, aber die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel bei einem Autounfall zu sterben, ist viel höher. Aber auch in diesem Fall ist Schlaflosigkeit besorgniserregend. Untersuchungen der National Sleep Foundation haben ergeben, dass 36% der Amerikaner im Zustand der Schläfrigkeit Auto fahren oder sie schlafen mindestens einmal im Jahr beim Fahren ein. Direkte Todesfälle durch Schlaflosigkeit sind zwar selten, aber das heißt nicht, dass wir den Schlaf vernachlässigen und unsere Körpersignale ignorieren können. Pass auf dich auf und geh heute Abend früh ins Bett.